Oh, hallihallo, Weile vors Video. Heute wollte ich euch mal meine zwei Hasenpfoten zeigen. Oben der absolute Prototyp, der geschmiedet in Form gebracht wurde. Dann wurde davon eine Skizze gemacht. Man sieht, sind sehr, sehr simultan. Obwohl jetzt im Nebeneinander liege, sehen sie sich relativ unähnlich. Ich habe hier unten noch eine weitere Auslösung, also ich habe den Finger wurde weiter ausgehöhlt. Was die Klinge ein bisschen verändert hat. Ich habe es so ein bisschen tiefer runtergezogen und die Rundung hier weitergeführt, damit ich hier keinen Recurve drin habe. In der Schneide. Ja. Ich würde sagen, jetzt ist es wirklich das perfekte Messer. Es müssen noch ein paar Feinarbeiten gemacht werden, wie hier zum Beispiel die Rundung ein bisschen gratet. Ein Zeichen muss noch drauf. Und ein paar kleine Feinarbeiten. Mit dem abschließenden Schleifen würde ich warten, bis Holz seine endgültige Form erreicht hat, aber ich glaube, es bewegt sich nicht mehr. Das ist Wahnsinn. Und das ist, ja, Olivenholz. Einfach traumhaft. Schön. Hey. Und der Geruch. Oh, der Geruch ist 100%. Olive. Was sagt ihr denn zu dem Wasser? Gefällt euch das Hasenfoto? Könnte so in Serie gehen. Das erste hier bleibt natürlich bei mir, beziehungsweise wird demnächst weggeschickt. Ich hoffe, ich bekomme es noch wieder. Ja, das ist der übliche, ich krieg eine Mail-Scheiß. Ich sollte echt aufhören, mit dem Handy zu filmen. Ja, also, was sagt ihr zu dem Messer? Ist ein großes Messer, geht so in Serie für Leute mit großen Händen. Perfekt. Ich habe Handschuhgröße 10,5. Ne? 10 bis 10,5. Auch für kleinere Hände wird es gehen. Und für größere ist sogar noch Luft hinten. Also ein wirklich tolles Messer. Die genauen Maße hänge ich unten ran in die Beschreibung. Und tschüss, eure Cousin.